Wenn Sie meine persönlichen Erfahrungen mit der gewaltfreien Kommunikation, ein kleiner Überblick und auch am Ende ein, zwei kurze Anekdoten aus meiner Begegnung mit Marshall Rosenberg interessieren, dann sind Sie hier richtig. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Markus Fischer. Willkommen heißen hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Wie Sie wissen, möchte ich Ihnen hier das Rosenberg-Modell praxisnah und ohne Sprachfloskeln. Und heute habe ich Ihnen ein Interview mitgebracht, das Juliane Echternkamp vom Achtsamkeits-Podcast mit mir geführt hat. Und indem sie mich eben einige Fragen allgemein zur gewaltfreien Kommunikation, aber dann auch ein bisschen spezieller über meinen Weg und auch meine eben Erfahrung mit Marshall Rosenberg gestellt hat. Ohne lange Vorrede steigen wir gleich ein in das Interview. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen zu Raus aus der Meditationshalle, rein in den Wahnsinn des Lebens, der Achtsamkeits-Podcast. Heute mit Juliane Echternkamp und einem Gast, Markus Fischer. Markus ist Experte für gewaltfreie Kommunikation. Er begleitet Kulturwandel in Organisationen und bildet Coaches und Mediatoren auf der Basis der GfK aus. Und so haben wir uns auch kennengelernt, denn ich habe Markus' Online-Kurs zur GfK gemacht. Dabei nicht nur ganz viel über diese Methode gelernt, sondern auch gemerkt, wie gut sich die gewaltfreie Kommunikation und die Achtsamkeitspraxis einander ergänzen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dich heute hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Markus. Vielen Dank. Hallo Juliane, freut mich sehr, hier Gast sein zu dürfen. Dankeschön. Ja, also ich gehe davon aus, dass die meisten meiner Hörer, unserer Hörer, nicht wissen, was die gewaltfreie Kommunikation eigentlich wirklich ist. Kannst du das zusammenfassen? Kann man das überhaupt kurz zusammenfassen? Ja, das ist meine gefürchtetste Frage, die natürlich immer kommt. Gefürchtet deswegen, weil auf eine Art lässt sich es einfach erklären, aber das erklärt schlecht oder nicht wirklich, was passiert, wenn man es lernt, worum es eigentlich geht. Also einfach kurz erklärt heißt es im Grunde eine Methode der Selbstreflexion, um sich bewusster zu werden, aus welcher wirklichen Motivation heraus handle ich, möchte ich handeln. Oder noch ein bisschen genauer jetzt in den Begriffen von Marshall Rosenberg im Grunde, welche Bedürfnisse versuche ich zu erfüllen, wo habe ich ungesunde Verhaltensmuster oder sogar jetzt großer Begriff Gewalttätige, das klingt dann immer gleich so heftig. Und da hat er eben ein sehr einfaches Reflexionsmodell entwickelt. Das Problem, ich das immer erkläre, ist natürlich auch schon der Begriff gewaltfreie Kommunikation, der leider vermittelt zum einen dieses gewaltfrei wird häufig, stößt vielen auf oder wird missverstanden, dass wir quasi per se immer gewalttätig kommunizieren oder das ist auch so ein hoher Anspruch. So, das ist das eine, woran sich viele reiben. Und das andere ist der Begriff Kommunikation, dass viele meinen, ich muss also jetzt hier eine neue Art zu sprechen lernen, also bestimmte Begriffe verwenden oder andere Begriffe darf ich nicht mehr verwenden. Und dann entsteht ganz schnell eine Art künstliche Sprache, wenn man es quasi zu oberflächlich versteht oder noch nicht genug Übung daran hat. Deswegen beschreibe ich es eigentlich gern meistens als eine Methode der Selbstreflexion, damit das sozusagen ein bisschen vorgebeugt wird. Ich glaube, das hat mich auch so fasziniert an deinem Kurs, weil ich hatte tatsächlich vorher auch schon andere Berührungspunkte mit der GfK und das mehr als Sprachmodell dann gelernt oder so vermittelt bekommen. Und das hat tatsächlich oft zu ganz so hölzernen Dialogen geführt, ne? Nach dem Motto, ich habe ein Bedürfnis nach Ordnung, kannst du bitte mal deine dreckigen Socken in den Wäschekorb legen? Und das war nicht immer so hilfreich. Und das hat mir tatsächlich die Augen geöffnet, ne? Als ich bei dir diesen Kurs gemacht habe und du so ganz klar diesen Schwerpunkt darauf gelegt hast, dass es ein Modell zur Persönlichkeitsentwicklung ist und kein Sprachmodell. Genau, genau. Deswegen muss man eben auch ein bisschen klarer definieren, oder das versuche ich eben auch in meinen Kursen ein bisschen zu vermitteln, was wir unter Persönlichkeitsentwicklung verstehen. Also diese Selbstreflexion, die Methode ist ja kein Selbstzweck. Es gibt viele andere Methoden, die toll sind für Persönlichkeitsentwicklung. Und die gewaltfreie Kommunikation ist eine davon, die arbeitet also eher so ein bisschen auf der Erfahrungsfühlebene, begrifflichen Ebene von Gefühle, Bedürfnisse wahrnehmen. Aber das Ziel ist eben, dass man, was man unter jetzt mehr sehr allgemein als Persönlichkeitsentwicklung bezeichnet. Was heißt das eigentlich? Und auch da versuche ich es immer einfach zu halten, wenn wir uns vorstellen,
dass wir, wenn wir sozusagen auf die Welt kommen, logischerweise sehr beschränkt sind in unserer Fähigkeit, die Außenwelt wahrzunehmen. Da geht es überwiegend um uns. Wir müssen erstmal als Organismus überleben. Das heißt, wir haben alle eine starke innere Entwicklungsphase, wo wir einfach egozentrisch sein müssen. Also weil wir als Kinder, als Babys komplett abhängig sind von der Umwelt. Mhm. Bleibt uns gar nichts anderes übrig, als sozusagen ganz unbewusst, natürlich, das entscheiden wir nicht, aber da erleben wir halt eine innere Bewusstseinsentwicklung von, hier muss es um mich gehen, ich muss überleben, ich muss nach mir schauen. Und deswegen entwickeln wir erstmal eine egozentrische Ebene, und die auch ganz gesund ist, und die behalten wir auch als Erwachsene. Und später entwickeln wir dann ein Bewusstsein, was eben auch rausgeht, dann auf andere Menschen sich beziehen kann, wo wir merken, wir brauchen Zugehörigkeit, das Soziale entsteht, wir lernen die Normen, die Regeln. Dann steht dieses Wissen, was man als Konformismus bezeichnet, also wir werden soziale Wesen. Mhm. Und diese Entwicklung geht eben weiter an den Erwachsenen. Ja, also wir können sehen, dass wir uns auch als Erwachsene noch bewusstseinsmäßig weiterentwickeln können im Hinblick darauf, wie offen kann ich sein für andere Menschen, wie viel Empathiefähigkeit habe ich, also wie viele verschiedene Arten von Menschen kann ich verstehen, kann mich in die hineindenken, hineinfühlen. Meine Toleranz kann wachsen, oder in einem großen Begriff meine Liebesfähigkeit, also alle Menschen an sich als gleichartig wertvolle Wesen wahrzunehmen, unabhängig davon, was sie tun oder nicht tun, das ist ja ein hoher Anspruch. Aber das ist das, was gemeint ist mit Persönlichkeitsentwicklung. Also, dass wir da uns hinentwickeln können, jetzt ohne dann Perfektionismus reinzubringen. Aber das ist quasi die Idee, die Vision dahinter, die Marshall hatte, weil eben, wenn wir da reifer werden, wie man es auch bezeichnen kann, tendenziell natürlich die Gewalt abnimmt, weil wir ja sofort sehen, wenn jemand anders leidet oder wir sogar jemand anders leiden wollen, leiden ja immer wir. Ja, ja. Das macht im Grunde gar keinen Sinn. Aber kenne ich auch, wenn ich wütend bin, bin ich wütend. Dann bin ich auch wieder in diesem Modus. Und dann muss ich mich halt selber daran erinnern, was geht jetzt eigentlich los? Wo kommt die Wut wirklich her? Welche Bedürfnisse melden sich? Also es bleibt auch natürlich ein ständiger Lernprozess, aber für mich war das eine tolle Entdeckung und macht immer noch ganz viel Sinn. Ja, ja, auf alle Fälle. Also du hast jetzt häufiger diesen Begriff auch Bewusstseinsschulung erwähnt im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung. Das muss ja immer Hand in Hand gehen, und ich glaube, da ergänzen sich in meinen Augen beide Methoden, die Achtsamkeitspraxis und die gewaltfreie Kommunikation. Und mir hat dann gefallen, bei der Achtsamkeitspraxis fehlen mir manchmal so diese, wie soll ich sagen, Konzepte, die Definitionen. Man muss Achtsamkeit tatsächlich praktizieren und erleben, um deren Wirkung überhaupt zu erleben, zu spüren. Während bei der GfK gibt es doch, finde ich, ganz konkrete Definitionen, was uns, die wir so aus dem, vom Westen, von der westlichen Kultur geprägt sind, sicherlich entgegenkommt. Aber jetzt zum Beispiel zu dem Thema Gefühle, ne, da habe ich gemerkt, jetzt Achtsamkeit hat mir sehr geholfen, meine eigenen Gefühle besser wahrzunehmen, differenzierter wahrzunehmen und auch sie zuzulassen, zu akzeptieren. Und das nimmt ihnen ja schon eine ganze Menge an Macht über einen. Und es gibt einem die Gelegenheit, halt so eine kleine Pause zu kreieren, kurz innezuhalten und dann aus diesen Automatismen rauszukommen, zu denen an die Emotionen wie Ärger und Wut leicht pushen und dann ganz bestimmt halt, also selbst darauf nicht zu reagieren, sondern ja, zu überlegen, wie möchte ich eigentlich darauf reagieren, aus dem Automatismus wegzukommen. Und da hat mir dieser Satz, den habe ich das erste Mal bei dir gehört von Marshall, ne, die Gefühle sind die Kinder unserer Bedürfnisse. Kannst du das nochmal so erklären für die Hörer, was damit genau gemeint ist? Ja, also diese Selbstreflexion ist eine gewaltfreie Kommunikation, hat eine bestimmte Struktur. Also Marshall hat da verschiedene Unterscheidungen sozusagen eingeführt, die uns helfen, eben unsere Innenwelt besser zu verstehen, wahrzunehmen, auch zu differenzieren. Und eine davon ist eben die Unterscheidung von, was sind eigentlich Gefühle und wo kommen Gefühle her. Das erste, also was sind eigentlich Gefühle, da hat er uns halt versucht, uns Marshall darauf aufmerksam zu machen, dass wir oft, wenn wir glauben, Gefühle wahrzunehmen, wir eigentlich eher denken, dass wir fühlen.
Und da kommt dann natürlich so ein komischer Widerspruch rein zwischen Kopf und Bauch oder Herz, wie man das manchmal bezeichnet. Darum geht es aber nicht, sondern es geht einfach darum, da so sensibler zu werden. Im Grunde auch eine Pause zu machen, um mal zu gucken, spüre ich jetzt wirklich was oder denke ich nur, dass ich was spüre? Und da kommt natürlich dann wieder unsere Sprache manchmal mit uns ins Gehege, weil wir natürlich auch ganz viele Begriffe lernen, die wir als Gefühle verwenden, die man aber, wenn man genau hinschaut oder eher spürt eigentlich dann, wenn man da, versteht man, ah, das sind eigentlich keine Gefühle. Also Begriffe wie missverstanden oder übers Ohr, ich fühle mich übers Ohr gehauen oder ich fühle mich missbraucht oder ich fühle mich ignoriert oder. Da drücken wir eigentlich aus, ich fühle, ja. Und dann verwenden wir aber einen Begriff, der im Grunde eine Bewertung ist oder ein Gedanke oder eine Analyse. Und das ist eben die eine der wichtigen Unterscheidungsformen, die Marshall eingeführt hat. Okay, dann unterscheide einfach, denkst du oder fühlst du? Und es geht nicht darum, jetzt das eine oder andere abzuschaffen, überhaupt nicht, sondern es geht eben um eine Differenzierung, eben um Selbstreflexion, um bewusstere Wahrnehmung. Und ich kann denken, dass ich finde, ich werde missverstanden oder ich kann denken, dass ich ausgenutzt werde. Und dann geht es aber um so, okay, was fühlst du denn, wenn du denkst, dass du ausgenutzt wirst? Und dann spürt man schon, okay, wie fühle ich mich denn? Das heißt, dann kommt so ein bisschen Moment des Innehaltens, vielleicht in deiner Sprache, der Versuch, da kommt langsam ein bisschen Achtsamkeit rein in meine Wahrnehmung. Und dann merke ich, ja, okay, da bin ich einfach, ich bin angespannt, ja, oder ich merke schon, ich bin wütend, oder ich bin traurig und verletzt. Und das klingt vielleicht so ein bisschen, was ist jetzt daran wichtig? Die Erfahrung zeigt aber, dass das ein extrem wichtiger Schritt ist, weil eben, sobald wir mehr in der Wahrnehmung sind, wie wir uns wirklich fühlen, sind wir auch einen ganzen Schritt näher, uns bewusster zu werden, wo diese Gefühle wirklich herkommen. Das ist das, worauf du dich beziehst, eben Marshalls Aussage. Ja, Gefühle sind die Kinder der Bedürfnisse, weil Marshall hat eben sozusagen einen genialen Trick dann eingeführt. Er hat quasi Gefühle ein Stück weit uminterpretiert. Da war er nicht der Erste, aber er war, glaube ich, einer der wenigen, die das sehr konsequent durchgezogen haben. Mhm. Und er sagt eben, betrachten wir Gefühle wie so ein Signal unseres Organismus, dass er was braucht. Ja, kann man jetzt vielleicht technisch ausdrücken, klingt nicht so nett, aber wie im Auto eine rote Warnlampe. Ja, das Auto braucht Öl, so, dann kommt die Warnlampe. Und die Warnlampe ist das Gefühl und der Bedarf an Öl ist ein Bedürfnis. Und das ein bisschen subtiler übersetzt heißt eben uns, wir sind sehr vielschichtige Wesen. Ja, wir haben einen Körper, der braucht bestimmte Umstände. Ja, wir brauchen eine bestimmte Temperatur. Wir brauchen Zufuhr von Energie, Nahrung, Luft. Wir brauchen Bewegung. Wir haben also eine ganz körperliche Ebene. Dann haben wir eine seelische Ebene. Also das ist dann die Ebene von Emotionen wahrnehmen. Dieses auch soziale. Also ich brauche Zuwendung. Ich brauche, wenn im Kontakt, ganz allein könnte ich nicht überleben. Nicht jetzt nur, weil ich dann nicht versorgt wäre physisch, sondern weil wir im wahrsten Sinne seelisch den Austausch brauchen mit Menschen. Wir brauchen die Spiegelung von Menschen. Wir brauchen dieses Gehörtwerden. Wir brauchen den Eindruck, jemand gehört zu uns. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, dass wir zu einer Gruppe gehören oder zu einem Menschen uns verbunden sehen, ist eins der wichtigsten Bedürfnisse, was wir haben. Das erleben wir erst dann als wichtig, wenn wir es eine Weile nicht erfüllt bekommen. Das haben wir, glaube ich, die letzten 2,5, 3 Jahre, als wir diese Ausgangssperren hatten, erst mal erlebt, was da für massive Schäden entstehen können, wenn wir Menschen quasi verbieten, andere Menschen zu treffen, die sie treffen wollen. Ja, genau. Das ist im wahrsten Sinne Folter. Deswegen ist einzelhaft Folter, also auch verboten eigentlich. So, also das ist die Ebene, die gemeint ist mit seelisch, Gefühle und Bedürfnis. Und dann haben wir eine geistige Ebene. Also wenn man mal so eine Dreiteilung jetzt mal vereinfacht annimmt, dass wir eben einen Sinn suchen. Wir haben, denke ich, alle ein Bedürfnis, das kann man jetzt sehr unterschiedlich bezeichnen, für Transzendenz oder Spiritualität oder sozusagen die Suche nach etwas Höherem oder das Eingebundensein wieder in etwas Höherem, was über mich als einzelnen Menschen hinausgeht oder auch über die Menschen als Ganzes hinausgeht. Also da muss für mich ein Bedürfnis dahinter liegen, weil sonst würde für mich ganz vieles keinen Sinn machen, was wir Menschen entwickelt haben, so jetzt in der Kultur. Ja, das ist ganz vieles, was sozusagen die Suche ist oder die Erfüllung dessen, wir sind eingebunden in eine sinnvolle Welt, in einen sinnvollen Kosmos. Kann man jetzt mit Religion noch bezeichnen oder. So, und Marshalls Dreh war jetzt eben, okay, alles, was du fühlst,
und natürlich dann vor allem die unangenehmen Gefühle. Mit den einfachsten haben wir ja nicht, mit den angenehmen Gefühlen haben wir ja selten so Probleme. Ja, wenn wir zufrieden sind und satt sind und glücklich sind, dann nehmen wir das wie hin. Aber auch da wäre es sinnvoll, mal zu gucken, warum eigentlich? Also was tut mir denn wirklich gut? Aber mehr Stress und mehr Konflikte haben wir natürlich, wenn es um unangenehme Gefühle geht. Und dann diese Unterscheidung einzuführen, Gefühle sind die Kinder der Bedürfnisse. Also die haben was direkt damit zu tun, dass du etwas suchst, gerade etwas nicht bekommst oder sich auch eine Erfahrung meldet, das ist auch häufig der Fall, wo sozusagen man gerade was wiedererlebt, was man als sehr schmerzhaft in der eigenen Biografie erlebt hat. Das geht aber jetzt schon sehr ins Detail, aber das ist im Grunde dann die Art, wie man gewaltfreie Kommunikation lernt, dass man halt auch die eigenen, sag ich mal, Bedürfnisbiografien versteht. Warum bin ich in bestimmten Bereichen empfindlich? Warum melden sich bestimmte Bedürfnisse mehr als andere? Das hat eben dann viel mit dem eigenen Erleben meiner eigenen Biografie zu tun. Und wenn man daran arbeitet, also das heißt, da mehr Bewusstsein reinbekommt, was entsteht in mir da emotional und warum, dann verändern sich eben auch diese oft nicht so gesunden Verhaltens- und Denkmuster. Und das ist dann im Grunde das, wo dann auch eine, in Anführungszeichen, gewaltfreie Persönlichkeitsentwicklung eben passiert. Mhm. Weil ich es eben auch dann schaffe, wenn ich da wieder sehr verletzt bin, aber schon weiß, okay, das kenne ich aus meiner Kindheit. Ich habe da vielleicht ein Thema mit Einsamkeit, mit Zugehörigkeit. Und jetzt erlebe ich das gerade so ansatzweise wieder. Und dann projizieren wir das natürlich schnell auf den Hier und Jetzt, auf mein Gegenüber oder auf die Situation. Dann sind die schuld, innerlich in meiner Bewertung, an meiner ganzen innerlichen Aufgewühltheit, Verletztheit. Und wenn mir aber bewusst ist, nee, das kommt gar nicht von jetzt, das ist ein Auslöser jetzt, aber die Ursache sind eben meine Bedürfnisse, die sich melden und die haben eben eine Geschichte, dann kann ich ganz anders die Situation wahrnehmen, auch mich anders verhalten. Das ist natürlich nicht einfach. Erwachsener verhalten. Nee, das ist nicht einfach. Das ist, was ich jetzt gerade versucht habe, ist quasi die, das ist die Arbeit der Integration, die Monate bis Jahre dauern kann und die auf einer gewissen Ebene auch nie aufhört. Aber mal so Grundmuster zu erkennen, das kann man schon innerhalb von einem halben oder einem Jahr, denke ich, für sich finden. Musst du mir sagen, du hast ja den Kurs auch gemacht. Ja, das ist nicht einfach, genau. Nee, das ist unheimlich wichtig, ne? Und ich merke dann bei mir selbst, also in dem Augenblick, wo ich so ein bisschen Abstand zu der Situation habe und mich selbst wieder beruhigen konnte und etwas entspannter bin, dann sehe ich ja tatsächlich, dass der andere, mein Gegenüber, nur der Auslöser war. Aber in der Situation tatsächlich davon wegzukommen, da geht's nicht, das ist nicht einfach. Ne? Und wenn man diesen Anspruch an sich hat, ich glaube, dann wird man immer enttäuscht sein. Genau, deswegen empfehle ich auch immer, sozusagen, es ist mal so eine Verlockung, wenn man jetzt gewaltfreie Kommunikation toll findet, dann hört man Marshalls Podcast, seine Videos oder liest seine Bücher. Und dann meinen viele, jetzt muss ich in jeder Situation, in der es Stress gibt oder in der ich mich nicht so verhalte, wie ich möchte, da kann ich dann gewaltfreie Kommunikation machen, sozusagen, in der Situation. Und das geht einfach nicht. Das funktioniert nie oder ganz selten. Und wenn es funktioniert, dann auch nur in den Themen, wo ich eben schon eine Weile dran gearbeitet habe. Weil wenn ich in eine Situation rutsche, wo Gefühle hochkommen, massive Gefühle, Wut, Ärger, Verletztheit, dann habe ich da keine Kontrolle drüber. Das ist eben das Phänomen von Gefühlen. Sie entstehen erstmal komplett unbewusst und es braucht ziemlich viel, wie du sagst, auch eine Distanz und dann sozusagen eine Arbeit daran, um dann ein Stück weit eine Kontrolle reinzubekommen. Und deswegen kann man eben, oder sinnvollerweise lernt man gewaltfreie Kommunikation, indem man im Nachhinein solche Situationen bearbeitet. Oder wenn man sich darauf vorbereiten kann, auch im Vorhinein. Aber in der Situation muss man einfach spontan bleiben, normal reagieren, wie man sonst auch reagiert. Und dann wird man halt wütend. Dann wird man mal ausfallen. Dann beleidigt man andere. Oder man macht Sachen, die man nachher bereut. Passiert. Wir machen dauernd Fehler. So, das finde ich per se nicht schlimm. Natürlich, wenn wir jetzt mal von wirklich heftigen Sachen, sehr ungesunden Verhaltensweisen absehen, die hoffe ich, dass wir die meisten im Griff haben. Aber sonst hilft es eben nicht, sich dann irgendwie zu bewerten in der Situation, oh Gott, jetzt habe ich hier alles falsch gemacht oder nicht gewaltfrei gehandelt. Das macht keinen Sinn, das so zu bewerten. Ja, das ist ein unheimlich wichtiger Punkt, den du da sagst, weil ich habe das an mir selbst gemerkt, dass mich das teilweise schon frustriert hat, ne? Dass ich gedacht habe, ach, jetzt bist du schon so lange dabei mit der Achtsamkeitspraxis, jetzt hast du auch noch diesen Kurs zur gewaltfreien Kommunikation gemacht und zack, hast du dich wieder triggern lassen. Und hast wieder nicht so reagiert, wie du das eigentlich dir vorgenommen hattest. Und ja, dann hilft mir das, ja, was du dazu gesagt hast und auch dieses
Thema Selbstmitgefühl und zu sagen, okay, das ist menschlich und das Wichtige ist, ja, Bewusstheit dazu schaffen und nach kleine Schritte zu machen. Ne? Ja. Aber du hast gesagt, ja, okay, man kann im Nachhinein solche Situationen sich nochmal ansehen, aber auch vorbereitend sozusagen was tun. Und das würde mich interessieren. Ja, wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten, dem Fest der Liebe, der Harmonie, wo es dann in so vielen Familien dann zu den absoluten Konflikten kommt am Weihnachtsessen. Also nicht bei vielen Familien, bei einigen. Und gibt es da irgendetwas, ja, was man da deiner Meinung nach vorbeugend tun kann, damit man dem Ganzen so ein bisschen gelassener entgegensehen kann? Ja, das ist schon ein interessantes Phänomen. Das kenne ich ja auch bei mir. Also zum einen, dass man jetzt mit der Brille der gewaltfreien Kommunikation betrachtet, ja, heißt es ja, ja, wir möchten uns also mit Menschen treffen, die uns eigentlich sehr nahe sind und suchen da auch. Jetzt, wenn ich mal sage, aus einer kindlichen Perspektive, also ich als Kind gehe zum Beispiel zu meinen Eltern, ja, dann mache ich das ja jetzt neben dem, was ich mir vielleicht auch sage, ja, ist eine Verpflichtung und mache das halt an Weihnachten und. Bin ich ziemlich sicher, dass auf einer emotionalen Ebene suchen wir da doch innerlich noch eine gewisse Erfahrung von eben willkommen sein, eine Sicherheit, ein Aufgehobensein, ein Geliebtwerden in den und von den eigenen Eltern. Und genau das wird natürlich häufig dann enttäuscht, weil die Eltern hier und heute können und müssen auch nicht mehr diese Qualität von jetzt Sicherheit, Geborgenheit vermitteln, Liebe für die eigenen Kindern sozusagen ausstrahlen, wie wir das als Kind gebraucht hätten. Und das ist, glaube ich, häufig also unbewusst, das machen wir nicht bewusst, aber es hilft vielleicht vorher mal ein bisschen drüber nachzudenken, dass wir uns da bemühen, unsere Eltern oder, was oft der Fall ist, Geschwister aus dieser Verantwortung zu entlassen. Also das heißt nicht, dass ich innerlich nicht diese Qualität vielleicht vermisse und suche und gerne hätte, ja, diese besondere Form von Wärme und Nähe in der Familie. Mhm. Nur da bin ich selber heute für verantwortlich zu gucken, entweder wenn ich merke, das hatte ich nicht in der Kindheit, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte, das bewusst zu betrauern. Das ist traurig, das ist hart, das ist schade. Auch da können unsere Eltern heute nichts mehr dafür. Und ob sie damals was dafür können, vielleicht haben sie Fehler gemacht, natürlich. Alle Eltern machen Fehler. Aber hier und heute kann ich das betrauern für mich. Und da brauche ich meine Eltern nicht für. Und die haben da auch heute nichts mehr drin zu suchen. Also sie da ganz bewusst aus der Verantwortung entlassen. Weil was häufig dann so an diesen Weihnachtsfeiern, glaube ich, passiert, unbewusst, dass man quasi, wenn man negative Erfahrungen aus der Kindheit mitbringt, und das machen natürlich ganz viele, dann kommen wieder so kleine Spitzen. Ja, wenn Mama oder Papa wieder das so machen wie immer und sich wieder nicht so verhalten oder wieder nicht zuhören oder. Und dann fängt man schon an, sich innerlich aufzuregen. Ja, es verletzt, es tut weh und dann kommt eine kleine Spitze. Und wenn man sich dann nicht in den Griff kriegt oder die Eltern, dann hat man ganz schnell wieder einen Weihnachtsstreit. Und ich glaube wirklich, dass das leider gar nicht so selten ist und das ist eigentlich sehr traurig. Auf der anderen Seite ist vielleicht auch mal eine Chance, sozusagen was Weihnachtliches da reinzubringen, nämlich wirklich zu lernen, im Grunde zu vergeben, wo es hingehört. Mhm. Also wenn ich meinen Eltern was vorwerfe, dann ist es mein Job, heute als Erwachsener, das zu vergeben, wenn ich das möchte. Es gibt keinen Zwang zu, aber wenn ich das möchte, weil ich merke, da hängt was in mir, dann kann ich daran arbeiten. Aber da brauche ich meine Eltern nicht mehr für. Das kann ich selbst dann machen, wenn meine Eltern schon tot sind. Ja, das. Das ist mal der Hauptfaktor. Also die eigenen Eltern aus der Verantwortung für die eigenen wieder Gefühle und Bedürfnisse zu nehmen. Das ist immer das gleiche Thema, wie wir eben gewaltfreie Kommunikation anwenden. Die Selbstreflexion bedeutet immer, dass ich ganz ehrlich dahin schaue, wo vermische ich noch andere Menschen in meine inneren Zustände? Also wo projiziere ich immer noch, die sind verantwortlich, dass es mir schlecht geht? Und das ist natürlich gerade da, machen wir es am meisten, wo uns die Menschen am nächsten sind. In der eigenen Partnerschaft oder in der eigenen Herkunftsfamilie. Das da ist natürlich das jetzt ein laufend. Tief weitgehendes Thema, dieses Vergeben. Ja. Und ich denke, dass man das, je nachdem, welche Beziehung, welche Kindheit man gehabt hat, das nicht unbedingt alleine schafft, dass es dann schon wichtig ist. Auch das mag sein. Professionelle Hilfe. Ja, dann braucht man Unterstützung. Ja. Aber schon die Intention, wenn man
wenn man sagt, hey, das macht Sinn, meine Eltern sind da nicht mehr verantwortlich. Und wenn ich das schaffe, an 2 Tagen Weihnachten durchzuhalten, da verspreche ich, das wird ein anderes Weihnachtsfest. Wow, das hört sich gut an. Weil man eine andere innere Haltung dann einnehmen kann. Und selbst wenn man sich dann mal kurz aufregt, weil Mama, Papa wieder oder zwischen den beiden wieder irgendwas läuft, über was man sich schon ewig oft aufgeregt hat, so dass sich dann mal erinnern, kurz Luft holen, vielleicht mal kurz rausgehen und sagen, nee, das regt mich jetzt auf, hat aber nichts mit meinen Eltern heute zu tun, das ist meine alte Geschichte. Kann ich das jetzt parken, mich bemühen zu parken, mal einmal um den Block gehen und dann wieder rein? Weil darum geht es. Im Grunde eskalieren diese Sachen, weil wir immer noch in diesem alten sozusagen Beziehungs- und Bedürfnisspiel sind, wo wir was suchen bei unseren Eltern heute, wofür sie aber heute keine Verantwortung mehr haben. Mhm, ja. Und das wäre ein großer Schritt, wenn man das schafft. Vielleicht ist das eine Anregung. Das ist eine sehr gute Anregung und das wäre eigentlich auch schon ein gutes Schlusswort. Aber was mich doch noch interessieren würde, ich glaube, dass du den Marshall Rosenberg wirklich kennengelernt hast, richtig? Ja, ich hatte das Vergnügen, und für mich wirklich mehr Vergnügen ist der falsche Begriff. Marshall war für mich ein Lehrer in bester Hinsicht, und das kann ich so sagen, weil ich in meiner Biografie, meine Lehrer haben keinen guten Platz in meiner Erinnerung. keine so tolle Schulbiografie-Geschichte. Und als ich Marshall erlebt habe, das war so 1999, 2000, habe ich ihn das erste Mal kennengelernt, habe ich da einfach jemand erlebt, der für mich sehr authentisch, aber auch sehr auf eine gute Art, für mich eine gute Autorität war, indem er eben was vermittelt hat, was mir eigentlich wichtig war. Hey, du kannst, ich, Markus, kann was verändern, ich kann meine eigenen, mich selber mehr ernst nehmen, meine Gefühle wahrnehmen, meine Bedürfnisse wahrnehmen. Und dann natürlich auch dieses große Thema, hey, wir alle, wir Menschen könnten friedlicher miteinander umgehen, wenn wir wüssten, wie, oder wenn wir da eine einfache Methode kriegen. Und das hat er für mich sehr authentisch und manchmal auch lustig, aber auch mit einer wirklich einer Ernsthaftigkeit und auch einer Verletzlichkeit vermittelt. Und er war ja in seinen Seminaren immer alles andere als perfekt. Der hat, also nach allen Kriterien, was man heute als Seminarleiter machen muss, hat er eigentlich alles nicht gemacht. Ja. Es gab keine irgendwelche Flipcharts oder irgendwelche Strukturen oder am Anfang in den Seminaren, in denen noch nicht so viele Menschen waren, hat er noch mehr versucht, das in die Praxis sozusagen mit einzubringen, also in die Arbeit. Dann war eigentlich der Start des Tages immer, how do you feel and what do you need? Das war das Thema. Wie geht's dir? Was brauchst du heute? Mhm. Weil das ist das Thema in der gewaltfreien Kommunikation. Übernimm Verantwortung für deine Bedürfnisse. Und später hat er das natürlich ein bisschen strukturierter gemacht. Und vor allen Dingen, was sehr bewegend war, er hat dann eben mit Menschen an ihren biografischen Bedürfnissen, an diesen Verletzungen gearbeitet. Das ging natürlich dann schon ein Stück weit ins Therapeutische. Aber man hat gesehen, hey, das ist jetzt sehr, sehr heilsam, aber das ist auch jetzt, ich sage mal, keine Raketenwissenschaft, sondern einfach Gefühle von Menschen wirklich ernst nehmen und dann Bedürfnisse bewusst bekommen und im Grunde die verletzten Bedürfnisse ernst nehmen, was natürlich heißt auch einfach annehmen, dass da viel Traurigkeit ist oder auch erstmal Wut ist und später viel Verletzung und Trauer hochkommt. Und das habe ich halt oft mit ihm dann erlebt in seinen Sitzungen, in den Seminaren. Und da eben erlebt, oh wow, das ist echt eine Methode, wo wirklich eine Veränderung und eine, jetzt großes Wort, Heilung sozusagen auch passieren kann. So, und da hat er mich wirklich innerlich berührt, dass ich dachte, wow, also von dem Menschen lerne ich gerne und merke, dass ich da heute noch viel, viel Dankbarkeit ihm gegenüber habe. Einfach durch seine Art, wie er es auch vermittelt hat. Auch mit Unperfektheit in dem Sinne, er hatte blinde Flecken, die auch irgendwann deutlich wurden. War für mich aber dann kein Problem, weil klar war, wir haben alle blinde Flecken. Und er hatte auch keine, er hat sich nie zu einem irgendwie so perfekten Guru, er mochte es auch nie, wenn Leute ihn da anhimmeln oder Fotos mit ihm machen wollen, war ihm immer unangenehm. Hat er zwar immer gemacht, natürlich, weil er sehr höflich war, aber es war ihm überhaupt nicht wichtig. Also das habe ich sehr, sehr geschätzt an ihm. Ja, das hört sich auch sehr schön an. Und ich habe ihn leider natürlich nicht kennengelernt mehr. Aber ich muss sagen, dass ich auch dich in deinem Kurs als sehr authentisch erlebt habe. Oh, vielen Dank. Doch, auf alle Fälle und auch ja sehr einfühlsam. Und deswegen möchte ich jedem empfehlen, wer
die gewaltfreie Kommunikation kennenlernen möchte, kann das auf deiner Webseite tun, knotenlösen.com, richtig? Ja, genau. Danke, ja. Und ja, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Markus. Das war sehr, sehr interessant. Ich danke dir, Juliane. Und dann eine ganz schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahresübergang. Vielen Dank. Danke ich dir. Das war der Achtsamkeitspodcast. Raus aus der Meditationshalle, rein in den Wahnsinn des Lebens. Heute mit Juliane Echternkamp und Markus Fischer. Vielen Dank fürs Zuhören.